Hallo, ich bin jetzt bei Tanja Meier. Tanja Meier hat Masken genäht und wird das auch noch weiter tun und wird diese Masken spenden. Frau Meier, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich diese Masken zu fertigen? Ja, ich habe mitbekommen, dass viele Leute, Masken brauchen. Das im Internet waren ja auch viele. Ich habe selber auch versucht, Masken zu bekommen in der Stadt, aber es wurden keine mehr verkauft, war ja keine mehr da. Und somit habe ich dann angefangen, mich im Internet schlau zu fragen bei Dr. Google, wie man so eine Maske selber näht. Und ich habe mich dann mit einem Mädchen zusammengesetzt und ich habe Stoff gekauft und seitdem sind wir fleißig dabei. Dann zeigen Sie uns doch mal, wie Sie jetzt eine Flamingo-Maske nähen. Ja, erstmal natürlich die Technik einmal einfädeln. Was natürlich auch trotz Brille mit dem kleinen etwas schwieriger ist, aber es klappt. So macht ein Meister. So. Erstmal die Seite damit mit einem Zickzackstich, damit es nicht mehr ausfasert. Vernähen. Sie haben gesagt, man braucht so alles in allem mit Zuschneiden so um die 25 Minuten für so eine Maske. Ja, circa. Also man schneidet zu. Die Stoffe habe ich zum Beispiel, hier habe ich schon einen Stoff liegen, da sind die Muster dann drauf, dann schneide ich das zu. Dann wird die erste Naht gesetzt und dann der Stoff gedreht und dann erstmal gebügelt. Dann werden die Falten, die Tarn- und Bergfalten eingelegt, dass man die Maske auseinanderziehen kann. Also man kann es hier so sehen, das sind dann die Falten, die werden erstmal vorgebügelt. Dann spart man sich auch viel Arbeit mit Nadeln und mit Abstecken und alles. Und dann wird einmal, wird man angefangen, so wie hier, die Nähte zu machen, damit sich mal einen Zickzackstich. Umkurbeln nannte man das, glaube ich, immer, ne? Oder umketteln. Ja, umketteln, ja. Ja, ja, man hat es ja früher auch genannt zu Hause. Ich habe es noch von meiner Oma genannt, das Nähen. Im Süddeutschen war das ja ein bisschen mehr gegeben, gerade durch die Trachtenvereine und die ganzen Sportvereine und Schützenvereine und alles. Wir haben dann auch ja selber sehr viel mit Karneval zu tun. Bei uns gibt es ja den Karneval, die Fastnacht, aber ja, dann, ne? Ja, die Fastnacht, ja. Ja, ja. Und bei uns gibt es die Hästräger, das heißt die ganzen Bergvereine, die aus dem Schwarzwald überall und Kaiserstuhl mit dem Häs. Ja, und da darf man nicht mal ein Fitzelchen Haut sehen, so ist der Häs gestaltet. Genau. Ja, das Häs ist ja eigentlich die Maske. Ja. Die ist ja eine Holzmaske, gibt es Hexen, gibt es Wölfe, es gibt alles. Und ja, und dann geht es halt weiter und dann muss halt auch noch den Körper der Anguck gemacht werden. Einmal so umketteln, sind wir damit fertig. Und dann wird es ganz einfach. Im Grunde wird jetzt schon der Gummi eingesetzt. Spart man sich auch nochmal einen Weg und eine Naht. Wie gesagt, Professor Google kann man wunderbar sich die Anleitung holen. Also Sie setzen jetzt das Gummi damit ein, nähen das fest und dann wird das einfach nur festgenäht und fertig ist die Maske. Ja, es wird einmal das Gummi festgenäht. Man spart sich dadurch einen Schritt. So. Dadurch, dass der Stoff schon vorgebügelt ist, ist jetzt auch wieder sehr einfach. Hier war auf dem geraden Stich, der Zickzackstich geht weg. Na komm. Na, das wusste ich. Jetzt ist der Faden gerissen. Jetzt ist der Faden gerissen. Ja, aber wir können jetzt auch, man sieht ja jeder, wie es funktioniert. Genau. Und ich zeige jetzt nochmal einmal, hier liegt der Stoff noch. Und da sind Masken. Genau. Da ist der Zuschnitt, meine Bügelstation und hier noch der noch nicht zugeschnittene Stoff. Vielen Dank.